Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, meine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über CryptoPay geschrieben, welches er mit 4,7 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. CryptoPay ist die Bitcoin-Plattform. Hier werden E-Wallet und Bitcoin-Debitkarte vereint und das alles unkompliziert auf einer Seite. Hier sollt ihr alle Details zu der Bitcoin-Debitkarte finden, wie auch zu der digitalen Geldbörse für Bitcoins und andere Kryptowährungen wie Dogecoins, Litecoins und Co. Das englische Unternehmen wurde im Oktober 2013 von George Basilatze und Dimitri Grunyashu gegründet. George ist der Mann, der Ahnung von Finanzsystemen hat und Dimitri unterstützt bereits seit langer Zeit den Bitcoin. Zusammen haben sie an CryptoPay seit Mai 2013 gearbeitet und das Konzept entwickelt, bis es zur Veröffentlichung bereit war. Gedacht ist die Plattform für einen sicheren und schnellen Austausch zwischen Bitcoin-Usern der EU sowie aus Großbritannien. Bei CryptoPay ist es möglich, direkt das Kryptogeld zu kaufen oder zu verkaufen. Voraussetzung dafür ist, dass man sich einen Account einrichtet. Wenn der Account erstellt ist, muss man sich noch verifizieren. Dafür muss man Dokumente hochladen, die eigene Identität sowie die angegebene Adresse bestätigen. Dieser Prozess kann einige wenige Tage in Anspruch nehmen, da die Papiere geprüft werden müssen. Nun muss man seine Börse auffüllen mit Euro oder britischen Pfund. Das geschieht über eine normale SEPA-Überweisung vom Bankkonto aus. Man muss mindestens 10 Euro einzahlen und der Inhaber des Bankkontos muss mit dem Inhaber des CryptoPay-Accounts übereinstimmen. Das Tageslimit liegt bei 1.000 Euro. Bis das Geld bei CryptoPay angekommen ist, kann man gut und gerne einen Arbeitstag dazwischen legen. Mit dem Guthaben kann man unter Exchange Bitcoins erwerben. Dabei zählt immer der aktuelle Kurspreis und obendrauf kommt eine Gebühr von 1%. Um Bitcoins zu verkaufen, bewegen wir uns im gleichen Menüfeld Exchange. Dort kann man dann Bitcoins in Euro, Dollar oder Pfund umtauschen. Natürlich kann man noch mehr machen mit seiner Geldbörse bei CryptoPay. Man kann dort auch Bitcoins an eine andere Bitcoin-Adresse versenden. Mit dem CryptoPay Flex Account hat man quasi mehrere Geldbörsen gleichzeitig. Eine für Euro, eine für Dollar, eine für Pfund und eine für Bitcoins. Wenn man international geschäftlich tätig ist, kann es sehr praktisch sein und einiges erleichtern. Generell werden übrigens immer 1% Gebühr erhoben. Mit diesem einfachen Gebührenmodell wollen sie es beiden Seiten möglichst leicht machen, also egal ob man Bitcoins in Euro umtauscht oder andersrum. Das Einzahlen sowie das Auszahlen sind wiederum befreit von Gebühren. Das Highlight bei CryptoPay könnte die Debitkarte sein, die aus dem Hause Visa kommt. Die Debitkarte gibt es als virtuelle Variante sowie als physische Plastikkarte, die zu einem nach Hause geschickt wird. Sobald man einen Account hat, der nicht zwangsweise verifiziert sein muss, findet man die Option Debitkarte bestellen. Man kann wählen zwischen einer Euro-, Dollar- oder Pfundkarte. Das Bestellen kostet immer 15 Euro bzw. Dollar bzw. Pfund. Die virtuelle Karte kostet 2,50 Euro, Dollar oder Pfund. Bis die physische Karte angekommen ist, können 2 Wochen vergehen. Die virtuelle Kreditkarte sollte wesentlich schneller freigeschaltet werden. Die monatlichen Gebühren belaufen sich bei 1 Euro bzw. Dollar bzw. Pfund. Beim Aufladen der Karte wird ebenfalls eine Gebühr von 1% berechnet. Wenn die Karte von jemand anderem als CryptoPay aufgeladen wird, wie zum Beispiel PayPal, erhöht sich die Gebühr auf 1,99%. Die Limits unterscheiden sich tatsächlich zwischen einem verifizierten Account und einem, der es nicht ist. Es lohnt sich also, sich verifizieren zu lassen. Man kann zum Beispiel täglich nicht mehr als 2.500 Euro aufladen, wenn man nicht bestätigt ist. Ein verifizierter Account hingegen hat ein Tageslimit von 20.000 Euro. Geld auszahlen lassen kann man sich an allen Geldautomaten, die Visa akzeptieren. Genauso verhält es sich auch beim Bezahlen mit der Karte. Der Vorteil hier ist eben, dass Bitcoins damit zu einer normalen Währung werden, die man auch im Alltag verwenden kann. Die virtuelle Karte kann lediglich zum Bezahlen im Internet benutzt werden. Ich denke, damit habe ich die wichtigsten Fakten zur Debitkarte zusammengefasst. Sobald man einen Account erstellt hat, kann man, wenn man möchte, am Partnerprogramm von CryptoPay teilnehmen. In seinem Backend findet man einen persönlichen Referral-Link, der nur einem Account zugeordnet werden kann. Diesen kann man nun auf seiner Homepage hinterlegen oder man sendet ihn direkt zu Freunden, die eventuell Interesse haben, sich anzumelden. Wenn sich jemand über den Link anmeldet, bekommt die Person nicht nur einen Rabatt von 25% auf eine Debitkarte, sondern man bekommt als Empfehler noch 10% von allen zukünftigen Gebühren, die der Geworbene an CryptoPay abdrücken muss. Die Provisionen werden sofort gutgeschrieben und im eigenen Backend kann man eine detaillierte Statistik einsehen. Wer noch zusätzliches Werbematerial wie Banner braucht, der wird auf der Homepage von CryptoPay fündig. Dieses Feature möchte ich nicht ungeachtet lassen, da es für den ein oder anderen Shopbetreiber vielleicht interessant ist. CryptoPay bietet für genau diese nämlich eine Schnittstelle an, die es dem Kunden ermöglicht, in Bitcoins zu zahlen.
Wer dafür nähere Informationen braucht, schaut am besten auf die Homepage oder wendet sich direkt an den Support. Die Plattform ist mein Liebling geworden, da sie alles vereint, was man braucht, um mit Bitcoins im Internet zu bearbeiten. Man hat eine Adresse, man kann sie kaufen, verkaufen oder umtauschen. Und es gibt obendrauf noch die Debitkarte, die das Ganze auch alltagstauglich macht. Was noch hervorsticht, sind die schnellen Bearbeitungszeiten, denn da bin ich deutlich längere gewohnt gewesen. Wenn man Geld einzahlt bei CryptoPay, dann kann man davon ausgehen, dass am nächsten Werktag das Geld bereits da ist. Die Gebühren von 1% sind ebenfalls mehr als fair meiner Meinung nach. Auch über die Sicherheit braucht man sich keine Gedanken machen. Dafür haben sie sich die Technik vom führenden Anbieter BitGo geholt und die doppelte Authentifizierung ist ein weiteres Sicherheitsmerkmal. Das Partnerprogramm kann ich noch nicht so gut beurteilen, da ich erst einen über meinen Link registriert habe. Der wird mir so auch angezeigt, aber da noch keine Transaktionen stattgefunden haben, habe ich davon bisher noch nicht profitiert. Ich weiß aber, dass er die 25% angezeigt bekommen hat. Auf die Debitkarte. Mein Fazit ist durch und durch positiv, denn ich hatte keine Probleme und alle Transaktionen finden immer schnell und zuverlässig statt. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.